Hallo, mein Name ist Sabine Buhlmann. Ich bin die deutsche Stimme der Sailor Moon und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei Sailor Moon German. Seid ihr bereit für ein super schönes Stück Sailor Moon Crystal Q&A? Ja, das ist mir nicht genug. Seid ihr richtig bereit für ein schönes Sailor Moon Crystal Moment? Ja, schön. Ich freue mich, euch hier zu begrüßen. Wir hatten, glaube ich, vor 2 Jahren auch mal einen Q&A, wo die Sailor Moon und Grundstimmung aus beide so ein bisschen was über die Arbeit damals erzählt haben, wo das alles noch so in der Gruppe lief. Und ich denke, es ist wirklich alle an einem Tisch sitzen. Wie ist das jetzt bei Crystal gelaufen? Also es ist tatsächlich, wenn man das so im direkten Vergleich sieht, also vor 20 Jahren habe ich Sailor Moon gesprochen und dann waren wir wirklich noch alle zusammen im Studio gestanden. Das heißt, wenn jetzt 5 Kriegerinnen nebeneinander gekämpft haben, dann standen wir zu 5 vom Mikrofon und haben alle zusammen für Liebe und Gerechtigkeit gekämpft. Und jetzt ist es eben so, dass wir Einzelkämpfer geworden sind und jeder alleine erstmal da durch muss und nachher eben alles zusammengemischt wird. Es hat beides eigentlich vor ein paar Nachteile auch, weil wenn man zusammen ist, hat man natürlich schon noch ein bisschen mehr Spaß vielleicht und wenn man so alleine ist, dafür kommt man ein bisschen schneller voran und ist auch schneller fertig, muss nicht so viele Tage im Studio verbringen und ich glaube, für die Produktion ist es auch ein bisschen günstiger. Deswegen hat sich im Grunde jetzt einfach so ergeben, dass man alleine vor sich hin kämpft im dunklen Studio. Ja, erstmal natürlich technisch einiges verändert. Von den Bildern her ist es natürlich jetzt, es ist poppiger, es ist viel mehr los. Natürlich auch der Technik zu verdanken. Aus der damaligen Zeit hat sich jetzt bisher einfach oder in der heutigen Zeit einfach vieles getan. Und da ist das Ganze schon ein bisschen actionlastiger. Sie arbeiten mit mehr Effekten, die früher nicht zur Verfügung standen. Und von daher ist es natürlich schon viel mehr Pop-Art jetzt, als es früher war. Sie haben es sicherlich früher versucht, in die Richtung zu schieben. Aber man merkt schon, da hat sich technisch einfach vom Bild her sehr viel getan. Und tonlich sind sie, denke ich mal, relativ gleich geblieben. Sie geben sich da sehr viel Mühe. Ich habe jetzt vor ein paar Monaten noch ein paar Videos gesehen, wie sie im Studio stehen und da eben im Gegensatz zu uns nicht alleine, sondern mit 10, 12, 15 Mann im Studio stehen und den ganzen Tag miteinander arbeiten mit solchen Skripten in der Hand. Und wie sie das technisch machen, ist mir nicht ganz klar, weil sie anscheinend dann auch aufstehen und dann an das Mikro gehen und ihren Part sprechen und dann treten sie wieder zurück und dann kommt der nächste. Wie sie diese ganzen kleinen Nebengeräusche rauskriegen, weiß ich nicht genau, aber tonlich ist da einiges sicherlich auch verbessert worden, aber sie haben da schon wirklich richtig gute Stimmen am Start und wie gesagt, bildtechnisch, es ist einfach, finde ich, es gewaltiger, es ist größer geworden, es ist schon sehr nah dran, dass man sagen kann, das geht schon in eine gute Kinovariante von der Qualität her. Ja, also mir ging es auch so, ich habe natürlich erstmal bei den ersten Takes im Studio erstmal war ich so, boah, auf einmal ist es noch farbenfroher, die Schnitte sind viel schneller, eben einfach der heutigen Zeit angepasst und wenn man dann so eine alte Folge sieht, ist natürlich alles schon ganz, also das, ich fand es damals schon vor 20 Jahren, also, boah, ist das alles schnell und jetzt fällt mir auf, wie langsam es eigentlich dann doch ist für die jetzigen Verhältnisse. Und ansonsten hatte ich immer gedacht, das ist wahrscheinlich jetzt ganz anders, Sailor Moon zu sprechen, die Sailor Moon ist wahrscheinlich ganz anders und da fand ich den einzigen Unterschied, dass ich finde, dass sie ein bisschen ernsthafter geworden ist zum Teil und ein bisschen mehr ernsthafte Kriegerin zum Teil geworden ist, aber trotzdem hat sie natürlich zwischendurch ihre totalen Ausbrüche, ihre Ausbrüche, die sind ein bisschen weniger geworden, aber im Grunde ist es immer noch, steckt in ihr immer noch die Sailor Moon drin wie vor 20 Jahren. Also meine Frage richtet sich an Sabrina, Marisa Selmayr und Georg Kalkin, weil wir sozusagen neu in dem Sailor Moon Universum sind. Und da ist jetzt meine Frage, wie geht ihr jetzt damit um mit der möglichen Vergleichsziehung zu damals? Jetzt bei Georg Kalkin, da kann man nicht wirklich vergleichen, weil ja die ursprüngliche Stimme leider nicht mehr hinter uns war. Also man könnte man jetzt nicht sagen, ja, es ist schön, es ist nicht mehr sprechen zu müssen. Aber trotzdem,
kannte Sailor Moon ja auch, weil Ines Günther die beste Freundin meiner Mutter ist und ich dann immer die Videokassetten bekommen habe. Und ich wusste auch, wie Luna spricht und es hieß jetzt, ja okay, alles wird ganz anders. Und wenn man dann liest, okay, die Stimme ist zu jung und die Stimme passt nicht und das ist schrecklich und so weiter, das verletzt einen schon auch, weil man ja wirklich sein Bestes gibt und für mich war es eine Ehre, Luna sprechen zu dürfen. Und ich hatte auch eine Vorgabe und ich habe mein Bestes gegeben und würde die Fans auch bitten, dass sie sich vielleicht darauf einlassen. Und ich glaube auch, dass es eine Gewöhnungssache ist. Und wir haben auch schon... Genau, also es ging jetzt auch darum, es ist ja quasi ein neues Projekt mit zwar der gleichen Thematik, aber es ist ja eben doch was Neues. Und ich habe jetzt zum Beispiel, ich wurde auch schon gefragt, ob ich wie ich mich vorbereitet habe. Und ich habe tatsächlich Sailor Moon natürlich früher auch gekannt, aber ich habe jetzt bewusst nicht versucht, eben jetzt da zu kopieren, was Sailor Jupiter davor gemacht hat, weil es ist nicht möglich, es ist was anderes. Und ja, ich denke auch, dass es irgendwie einfach eine Gewöhnungssache ist und dass man es eben hoffentlich als was Neues sehen kann und dann sich damit eben anfreundet. Also das hoffen wir alle. Kam September oder Oktober, war es relativ spät, wo das Projekt eigentlich schon da war, aber die Verhandlungen sich länger hingezogen haben. Das hatte mit Material zu tun. Die Franzosen konnten sich anscheinend noch nicht so ganz einig werden, wie wollen wir es umsetzen, wie wollen wir es machen. Die Frage kam dann und die Frage der Rolle des Tuxedo-Mars, ob ich den widerspreche, die kam eigentlich relativ spät. Da waren wir schon eigentlich bei den Casting-Aufnahmen zu den anderen Rollen, die wir dann aufgenommen haben. Und so wie ich es richtig in Erinnerung hatte, war die Bitte die, durch die verschiedenen Neuumbesetzungen oder die neuen Besetzungen der Charaktere, war die Entscheidung dann sozusagen, man möchte jetzt bei Tuxedo Mask, da es eben auch eine neue Ära einläutet, nicht auf den ganzen alten Stimmen auf die zurückgreifen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann versuchen wir das auf neue Art zu machen. Und dann hatten wir eben auch ein Casting für Tuxedo Mask, wo es dann mit Johannes Raspe und ein paar anderen eben dann diese Entscheidung in die Richtung gefallen ist. Und ich habe ihn wehmütig abgegeben, aber ich habe mich der Mehrheit gebeugt und die Entscheidung ist dann relativ schnell gefallen, was die neue Stimme angeht. Und die Regie, ich bin jetzt seit 2004, glaube ich, ist es auch im Regie- und Schreibbereich tätig. Und dieser Vorgang kam relativ leicht. Ich glaube, die Produktionsfirma hatte schon gehört, dass ich einiges in dem Bereich gemacht hatte und auch gesprochen hatte. Und da war dann der Schritt, in die Richtung zu gehen, dann nimmt man lieber jemanden, der da auch in diesem Metier drin ist und sich da auskennt,
als jemand, der sich da komplett neu reinfuchsen muss, weil, wie ihr alle wisst, ist das Universum des Sailor Moons ziemlich groß und es gibt so wahnsinnig verschiedene Ausdrücke und verschiedene Namen, wo man sich ganz schnell ein Ei legen kann, wenn man es nicht richtig ausspricht, falsch ausspricht oder in einem völlig falschen Zusammenhang im Text dann wiedergibt. Ja, dann die nächsten Fragen vielleicht. Hallo, also meine Frage schließt quasi an das an, was gerade gesagt wurde. Mich würde mal interessieren, weil ja jetzt sehr viele Aussprachen von Namen und alles anders sind. Gerade Endymion ist für mich sehr gewöhnungsbedürftig. Gab es da irgendwelche Vorgaben, wie das alles auszusprechen ist oder was man da sagen muss? Also das würde mich sehr interessieren. Wenn du sagst Endymion, was genau stört oder was ist das Problem? Früher hieß es Endymion und jetzt heißt es Endymion. Mhm. Und diese Betonung ist halt anders. Und das ist schon so ein bisschen, ja, da muss man sich halt dran gewöhnen, weil man es halt nur als Endymion kennt. Also hauptsächlich um die Betonung. Okay. Ist halt das eine auch mit O und jetzt das andere mit IE. Genau. Endymion und jetzt ist es Endymion. Okay. Genau. Ja, genau das, damit haben wir den ganzen Tag im Studio zu tun. Ich habe am Tag, wenn wir im Studio stehen und diese Aufnahmen tätigen, sind es im Schnitt, würde ich sagen, so 240 bis 280 Takes. Ich denke, die meisten von euch wissen mittlerweile, was so ein Take ist. Das heißt für uns, wir treffen am Tag circa 1000, 1500 Entscheidungen. Welcher Take wird jetzt genommen? Und das muss innerhalb von Sekunden stattfinden, diese Entscheidung. Sonst fängst du an zu hängen, dann wirst du nicht fertig. Das ganze Konzept funktioniert folgendermaßen. Die Texte sind fertig oder sollten im besten Falle fertig sein. Und Star Wars kriegte dann eine Vorabversion, um genau diese Stellen, diese schwierigen Wortstellen, Namenstellen, Aussprache, Geschichten durchzugehen und uns das Leben ein bisschen leichter zu machen mit wie war es vorher, wie soll es jetzt sein und im besten Falle dann noch eine Sprachversion, ich glaube du hast es dann mit deinem Handy aufgenommen, oder? Genau, und mir dann vorgesprochen und mir dann entweder per WhatsApp geschickt oder per E-Mail. Um eben wirklich auf Nummer sicher zu gehen, dass das auch wirklich genau so dann aufgenommen wird. Und da passiert es natürlich immer mal wieder, dass man trotzdem Entscheidungen selber treffen muss, weil eben gerade keine Kommunikation stattfinden kann, weil man im Studio hängt. Und ein wichtiger Teil im Synchron, um das Ganze auch rund zu machen, ist nämlich an die Continuity. Und wenn ich irgendwas anderes ausgesprochen habe, was in diese Richtung geht mit einem Mion oder Mien, dann kann ich, ohne dass das Ohr dann auf einmal beim nächsten Mal sagt, oh, wieso ist das jetzt in die andere Richtung, ist es wichtig, dass das eine Linie hat. Und das wird damit versucht und damit geht es dann in diese Richtung, in die Mien, damit diese Worte genau in diese Richtung ausgesprochen werden. Bei Indien muss ich ehrlich sagen, hat es mich selber gewundert. Ich habe es eigentlich auch als Endymion in meinem Kopf hinterlegt gehabt und auch datiert, aber als ich dann im Studio war und dann das selber Endymion gehört habe, habe ich auch nachgefragt, da war der Pascal und die Caro gleich so, warum sagt ihr Endymion, das heißt Endymion? Ja, es war eine Vorgabe auch vom Lizenzgeber Toei, wenn dann englische Aussprechungen kommen, dann bitte komplett. Das wurde mir... Das ist das dann zum Thema mit der Continuity, wo dann der Kunde auch sagt, bitte dann einheitlich. Und dann wird halt gerne mal auch aus genauso einem Wort, obwohl es anders früher anders ausgesprochen wurde oder leichte Tendenzen hinten in der Betonung, das wird dann eben angeglichen in das Englische. Ist, wie du schon sagst, sicher eine Betonungs-, eine Gewöhnungsgeschichte. Aber um es runder zu machen, ist eben diese Entscheidung in diese Richtung gefallen. Ich glaube, ja, jetzt, genau. Also, weil es gerade so passt, also Amy, Ami, also jetzt, glaube ich, ne? Früher Amy. Also wird jetzt eher die japanischen Ausprägungen, weil Amy ist ja
offenbar Englisch angehaucht. Und jetzt hat man etwas probiert, eigentlich die Originalen näher zu kommen. Und nur hat man dann entsprechend bei, ja, in Indien ist es jetzt so, sag mal, so eine Ausnahme, weil wenn man bei anderen relativ nah beim Original ist, hat man das andere ja dann wieder, ich sag mal, im Original Englischen gelassen. Man hat ja das angesprochen mit der Kontinuität. Ja? Also hat man gesagt, dann alles jetzt eher aus Original oder alles eher aus der englischen Aussprache, weil in Indien ist durchaus Englisch. Japanisch, und das haben wir dann auch übernommen, dass sie eben Queen Baron heißt, oder auch, die sagen eben Army, und deswegen sagen wir Army. Also es wird, das Original hat auch zum Beispiel auch Power. Wenn der Princess Süd, ne? Princess Süd, genau. Princess. Ja, genau, Princess Süd. Das fand ich auch so gut. Es ist einfach, Japanisch sprechen englische Begriffe anders aus. Spricht also die Autorin hat englische Namen benutzt, nur wird es eben anders ausgesprochen. Wie gesagt, wir haben Denglisch und die haben auch ihr Englisch. Genau, es dadurch, ist original. Dadurch kommt diese Sprachbarriere eben überhaupt erst zustande. Wir haben es nicht mit einer Sprache zu tun und versuchen das in Deutsch dann zu transferieren, so objektiv wie möglich, sondern wir haben es mit vier Sprachen zu tun. Wir haben das Japanische, wir haben die japanischen Künstler in einem moderat schlechter sprechenden Englisch. Wenn sie es aussprechen müssen, weil sie sich einfach schwieriger tun, bestimmte englische Konsonanten und Wortgleichungen auszusprechen. Und wir haben es mit unserem Deutsch zu tun, mit dem Denglisch und noch mit dem Japanischen. Das heißt, wir haben 3, 4, 5 Sprachen, die wir bedienen müssen in eine deutsche Variante, und wir müssen es allen recht machen. Und da kannst du nur verlieren. Und von daher ist immer die goldene Regel, einfach das Beste draus zu machen, um ja, eine Continuity reinzukriegen, die allen vom Ohr her wirklich passt, dass man nicht zu weit vom Alten weggeht. Der Kunde hat auch noch ein kleines, gutes Wörtchen mitzureden, der möchte es aber so und so. Der sagt dann, ich möchte, wenn dann auch wirklich Englisch, dann alles in Englisch, was sich dann in dem Fall aber auch nicht immer realisieren lässt. Und da kommt dann dieses, wie sagt man es, Sailor Moon-eskes Deutsch zustande, das ein eigenes Universum in sich bietet. Also ganz kurz, ich habe von dem Deutschen leider noch nicht so viel gesehen. Also korrigiert mich gerne, wenn ich etwas Falsches sage. In diesem Sprachspagat. Wir haben auch noch nichts gesehen. zu diesem Sprachspagat, der da stattfindet. Ich meine, wir sind jetzt auch alle 20 Jahre älter geworden. Wir können mit Senpai, Chan-san und anderen Änderungen umgehen. Warum wurden die bei Crystal nicht mit umgesetzt? Also zum Beispiel, was wurde nicht umgesetzt? Diese ganzen Namensänderungen, die es da so gibt. Also ein gutes Beispiel ist Mamoru zum Beispiel mit dem Spitznamen Mamo und Mamo-chan. Ja. Wir alle kennen das natürlich im Japanischen. Heißen die Anreden anders. Hierzulande sagt man Herr Meier, Frau Müller und so weiter. Und in Japan gibt es halt San, Chan, Kun etc. pp. Ganz am Anfang war auch die Frage meinerseits, warum macht man es nicht mit Suffixen? Man muss es sich auch auf einen anderen marketingtechnischen Aspekt anschauen. Sailor Moon ist eine Serie, die im besten Fall dann auch ins reguläre Fernsehen laufen sollte. Es ist nicht nur für ein Nischenpublikum gemacht. Viele Animes verwenden das ja auch gar nicht mehr, weil man es ja auch in den breiten Medien einsetzen will. Dementsprechend wäre es dann auch verwirrend für die Oma im Schwarzwald, wenn sie dann Chan und so hört, denn das wird ja nicht erklärt. Du musst eigentlich mit einem gewissen Vorwissen an diese Serie gehen, sonst denkst du dir, die heißt, und sage ich Chan oder San oder so. Nichtsdestotrotz haben wir ja in der Synchro diesen Hauch japanischen Touch belassen. Zum Beispiel, sie heißt ja eigentlich Usagi. Mamoru nennt sie beim Kosenamen Usako. Oder wir hatten in der Makoto-Folge den Spruch Senpai, was ja auch ein Begriff aus Japan ist. Also wir haben schon versucht, uns irgendwo so die Waage zu halten, aber man kann es nicht so eins zu eins rüberbringen, denn sonst wird das Produkt fehl am Marktplatz sein. Und dementsprechend hat man versucht, auch so mit den deutschen Begriffen, mit Mizukino und so weiter zu handeln, damit es wirklich jeder versteht. Das war der Sinn dahinter. Also was mich noch bei den letzten Folgen mega gewundert hat,
war das die Böse, also das Böse überhaupt, Queen Natalia, immer mit R angesprochen wurde. Das war für mich so total verwirrend, weil für mich ist ja Queen Natalia ist ja eindeutig weiblich durch das Queen. Weil Queen Beryl ist ja auch weiblich. Und sie haben aber immer unser Herrscher Queen Beryl, er und so. Sie haben immer bei den letzten Folgen mit R gesprochen und das war total verwirrend für mich. Ja, Metall ist sowieso ein großes Thema bei uns gewesen, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, da muss man sich wieder das Japanische anschauen. Klar, sie heißt Queen, aber wenn man sich die Rohübersetzung und vor allem die Ansprachen hört, kann man eine gewisse Sächlichkeit raushören. Queen Metall ist in diesem Sinne geschlechtslos. Demnach hat man auch in den Anfangsfolgen, das ist auch sehr wichtig für die Continuity, sie spricht am Anfang immer von unser großer Herrscher, nicht unsere große Herrscherin, war auch im alten Anime so, wenn man sich mal anschaut. Demnach haben wir es versucht dabei zu behalten, weil es auch im Japanischen nicht klar war, dass es weiblich ist. Queen ist natürlich der Beiname, aber Metallia an sich, dieses körperlose Objekt, ich würde es nicht mal männlich oder weiblich, es ist einfach geschlechtslos in diesem Sinne. Weil auch die Anrede im Japanischen, die eindeutige fehlt, damit man es als Onna für Frau oder keine Ahnung was erkennt. Es wird ja manchmal direkt eher gesagt, da hätte man ja auch es tatsächlich. Ja. Aber im Grunde, das war halt die Geschichte dahinter. Ja, an Lea, die neue Synchronstimme von Sailor Kakuta. Ja, wie war es? Also damals, du bist ja 1990 Jahrgang, also glaube ich, man hat als Mädchen damals Sailor Moon sicherlich durchgesuchtet. Ab wann entstand da so der Gedanke, Synchronsprechen so prinzipiell möchtest du auch mal und ja, hast du auch andere Animes gesagt, also bist du damit auch so quasi auch in der Anime-Szene reingekommen, dass du denkst, man so eine Anime-Rolle, sei es Sailor Jupiter oder eine andere, müsstest du auch mal gerne sprechen oder wie ist es dann dazu gekommen? Also zum Synchronsprechen kam es tatsächlich über einen ganz anderen Umweg. Also es ist wahr, dass ich Sailor Moon auch früher schon immer geguckt habe. Wobei ich da wirklich noch recht jung war, also so 8 oder so, als ich es geguckt habe. Und ich fand den Verwandlungspart unglaublich toll und habe eigentlich auch immer, wenn es mal aufgenommen war, immer den sehr oft angeschaut und wieder zurückgespult. Aber habe jetzt insgesamt die schlimmen Szenen auch wirklich, wirklich fast zu spannend gefunden, beziehungsweise kam dann auch oft meine Mutter wieder nach Hause und ich durfte eigentlich gar nicht fernsehen und bin dann immer weggerannt. Aber hab den Fernseher schnell ausgemacht, aber zum Synchronsprechen bin ich über Schauspiel gekommen, weil ich in ein paar Kinder- und Jugendserien eben mitgespielt habe und dann ja, wurde ich zu einem Casting eingeladen und ich hatte schon immer überlegt, dass Synchronsprecher ein toller Job ist, aber es war für mich auch nicht greifbar, also wie man dazu kommt, wie man da reinkommt und letzten Endes ist es dann irgendwie auf mich zugekommen zum Glück und ich habe damals dann eben mit der Serie Phineas und Ferb angefangen beim Dominik, der hat da nämlich auch Regie gemacht. Hat mich da ein bisschen großgezogen sozusagen und ja, und jetzt ist es dann so weit gekommen, dass nach einigen Jahren eben wieder ein gemeinsames Projekt kam, jetzt mit Sailor Moon und aber hätte ich mir damals jetzt auch nicht gedacht, dass das jemals passiert, weil ja niemandem klar war, dass es Sailor Moon Crystal überhaupt geben wird jetzt und wir alle im richtigen Alter dazu sind. Genau. Ich kann dir auch gerne eine kleine Anekdote dazu geben. Diesen Tag werde ich nämlich nie vergessen. Phineas und Ferb ist euch vielleicht ein bisschen Begriff. Wir haben angefangen mit Cast und Disney hat sich dazu geäußert, dass sie unbedingt ganz dringend und ganz wichtig, das machen sie gerne mal, einen ihrer kleinen neuen Stars da unterbringen wollen würden von der kleinen Pause, hieß es glaube ich? Disneys kurze Pause. Disneys kurze Pause, genau. Und bei uns ist dann immer die Freude von solchen Forderungen immer, die hält sich sehr schnell in Grenzen, weil berühmte große Schauspieler, die haben zwar einen tollen großen Namen, aber im Synchronstudio ist es dann doch immer noch eine andere Welt und es wird dann gerne zur Katastrophe. Die wollten also unbedingt so einen kleinen Star uns da aufs Auge drücken und das Casting sollte dann stattfinden und da dachte ich mir, okay, jetzt machen wir das ganz einfach. Ich werde den schwierigsten Take, den es in dieser ersten Szene gibt, werde ich diese Person, die da auftaucht, das sollen 2 oder 3 sein, werde ich dann im Studio vorlegen und dann hat sich das Thema für uns ganz schnell erledigt und dann können wir echte Sprecher wieder nehmen.
Und dann kam der ein oder andere und es war ein knackiger Achtzeiler, der, wenn ich ihn schnell gesprochen habe, gerade so reinging. Und die meisten waren aber leider drüber. Also viel zu lang, viel zu drüber über den Tegelhang und es ging nicht auf. Und dann kam die Lea. Und die Lea war sehr schnell. Die Lea hat auch schnell gesprochen, als sie sich vorgestellt hat und dann ist sie ins Studio gegangen, war leicht nervös, sprach diesen Take und war zu kurz. Und schon hatte sie die Rolle. Ich glaube, das ist ein Applaus. Und dann haben wir, wie viel? Ich glaube, 100 Folgen waren es bestimmt mittlerweile, die wir aufgenommen haben. Sabine ist ja auch dabei gewesen. Und ein Produkt, das uns sehr viel Spaß gemacht hat. Und so waren wir das erste Mal im Studio zusammen. Ja, ich würde jetzt gerne nochmal direkt an Sabine Bohlmann, weil das ist ja jetzt schon so ein Retro-Effekt. Also ich glaube, wenn Sabine Bohlmann nicht dabei wäre, hätte ich nicht angefangen, mir Sailor Moon Crystal gleich anzuschauen. Deswegen ist das, glaube ich, für uns alle so ein bisschen, wenn man die Stimme hört, wird man sich gleich wieder erinnert. Und wie war das für Sie? Also ich hatte ja schon gehört, dass es immer hin und her ging, ob Sie es jetzt sprechen oder nicht. Wie war denn so diese Zeit, sag ich jetzt mal? Es war eine ganz aufregende Zeit natürlich, weil irgendwann habe ich erfahren, dass Sailor Moon Crystal tatsächlich kommen wird und ich fing schon an, mich so ein bisschen drauf zu freuen. Dachte mir, ich habe schon so ein bisschen, ich habe auch mit Ines Günther viel drüber geredet, also wir waren auch damals, ich glaube, das war sogar hier, da hatten wir ein Gespräch, da kam auch die Frage, wenn Sailor Moon Crystal kommt, wer von euch beiden würde das denn sprechen? Und da haben wir auf der Bühne so ein bisschen rum geredet eigentlich und Ines meinte noch, nee, das will ich nicht mehr sprechen, ich würde dann lieber vielleicht Regie machen und dann soll es die Sabine sprechen, da hatten wir das schon so intern für uns ausgemacht und dann habe ich gehört, das kommt, ich dachte, juhu, habe schon wieder so im stillen Kämmerlein geübt, so gegen die dunklen Mächte zu kämpfen, nein, das stimmt natürlich nicht, aber natürlich denkt man, wann kommt denn jetzt die Serie und auf einmal habe ich erfahren, sie ist da. Habe dann auch erfahren, aber du sprichst es nicht. Und dann dachte ich mir, schon ein bisschen schade jetzt eigentlich, weil man natürlich, irgendwo hat man das Gefühl, das ist meine, also ich hatte das Gefühl, das ist irgendwie meine Rolle. Das ist auch bei dieser Simpsons so, wenn man so Figuren sehr lange mit sich rumträgt, dann hat man das, ist man irgendwie mit dieser Figur auch verbunden. Also wenn jemand an mir vorbeigeht, der ein Sailor Moon Kostüm anhat, dann denke ich immer, da gehe ich. Oder wenn jemand dieses Simpson-T-Shirt anhat, dann denke ich mir, der hat mich an. Und, und dann ist es einfach so gewesen, ja, es war schon so ein bisschen schade, aber es ist natürlich so, man versteht dann auch, wenn es dann heißt, es ist eigentlich eine ganz neue Serie, so wurde es mir dann auch erklärt, eigentlich ist es gar nicht mehr so richtig Sailor Moon, es ist eigentlich was ganz anderes, es ist alles jetzt alles neu, soll alles neu werden. Und dann findet man sich auch schnell damit ab, weil dann hat man eben auch ja ganz viele andere Dinge, die man so spricht und die man so macht. Man ist jetzt nicht wirklich so, dass man sagt, oh, für mich bricht die Welt zusammen. Aber schade war es natürlich schon. Und dann habe ich auch gehört, dass Castings gemacht wurden und ich war nicht eingeladen, war auch nochmal ein bisschen schade. Und so ging das irgendwie weiter und irgendwie, ich glaube, ein paar Tage nach dem Casting oder schon am nächsten Tag habe ich einen Anruf bekommen von der Synchronfirma, Sabine, pass auf, du sprichst es jetzt wahrscheinlich doch. Und dann habe ich gesagt, was, wieso, ihr habt doch Casting gemacht? Ja, aber irgendwie haben jetzt die Fans davon Wind bekommen und wahrscheinlich wollen die unbedingt, dass du es weitersprichst. Und dann habe ich mich angefangen wieder zu freuen, weil ich hatte mich ja schon angefangen damit abzufinden. Als ich aber gerade angefangen hatte, mich zu freuen, kam Anruf, nee, jetzt sprichst du es doch wieder nicht, weil wir wollen uns jetzt durchsetzen, alles neu. Ich, okay, dann ist es wieder so. Dann habe ich irgendwie eine Woche gar nichts mehr gehört. Dann habe ich einen Anruf bekommen, jetzt ist es so, du sprichst jetzt die Mutter von Sailor Moon. Dann habe ich mir gedacht, gut, ich bin ja auch schon 20 Jahre älter geworden mittlerweile, vielleicht sollte ich wirklich die Mutter oder die Großmutter übernehmen. Großmutter gab es aber leider keine, noch nicht. Und ich glaube, es war sogar am nächsten Tag direkt der Anruf, nee, du sprichst es jetzt doch. Und dann habe ich zu der netten Dame am Telefon gesagt, ich möchte jetzt aber gerne wissen, ob es jetzt so weitergeht bis zu den Aufnahmen, ob ich jeden Tag einen Anruf bekomme, doch, nein, sprich den Vater, sprich die Mutter, sprich die Schwester. Oder es war dann aber letztendlich tatsächlich so, dass es dann keine weiteren Anrufe gab und ich mich dann auch wirklich angefangen habe zu freuen und auch ein bisschen aufgeregt zu werden. Und als ich ins Studio kam, ist es natürlich ein Moment nach 20 Jahren,
man fühlt sich so zurückversetzt, weil eigentlich dann doch genau die Figur eben so vor einem steht sozusagen, die vor 20 Jahren schon vor einem stand und der man die Stimme geliehen hat. Und im Grunde war das sehr nostalgisch und sehr, ja, einfach dann schön, es wieder zu sprechen. Und danke den Fans, das habe ich jetzt gar nicht gesagt. Ja, ich muss es gerade nochmal erwähnen, das ist halt auch ein großer Teil dessen. Das Wichtigste kommt nämlich jetzt. Ich habe dann natürlich auch mich erkundigt, warum es jetzt so ein Hin und Her gab. Und es war tatsächlich so, dass der Star Wars Uwe Cecil einfach mal so nachgefragt hat bei den Fans, was denn die Fans gerne hätten. Ich glaube, es war keine offizielle Umfrage, weil man es nicht offiziell machen durfte. Aber es war einfach mal so die Frage dahingestellt, wenn ihr wählen dürftet, wen würdet ihr wählen? Ines, mich, eine ganz neue, und dann waren irgendwie, wohl ging es für mich gut aus. Dafür danke ich den Fans natürlich total. Ihr seid toll! Hallo, mich würde interessieren, wie ihr bei der Wahl von den Synchronsprechern vorgegangen seid, nach welchen Kriterien ihr die ausgesucht habt und ob vielleicht auch die alten beim Power im Gespräch waren, vielleicht auch nochmal eingeladen wurden, also wie wurde das festgelegt, wer wen spricht oder wer dazu eingeladen wird zu den Castings? Ja, das ist so im Grunde, so wie Sabine das jetzt schon beschrieben hat, das war ein langes Hin und Her, was wiederum auch für das Produkt an sich gesprochen hat, weil wenn es ein kleineres, unwichtigeres Zeichentrick irgendwas wäre, dann würde das im hinteren Kämmerchen einfach so besetzt werden, wahrscheinlich meistens von den Synchronfirmen, die beschließen das dann selber. In diesem Falle, je öfter das hin und her geht, zeigt es einfach nochmal mehr, wie wichtig dieses Projekt dann doch ist und wie viele Leute dann da doch mitzureden haben, inklusive den Fans, die, wie Sabine gerade schon sagte, eben auch mal gezeigt haben, dass sie eben doch keine kleinen Stimmen haben, sondern dass sie eben doch stimmgewaltig sind und da einiges mitzureden haben. Es spielen viele Faktoren, haben da mitgespielt. Das eine war, was haben sie früher gemacht? Was will der Kunde? Und was macht das Original überhaupt? Was machen sie neuer? Was machen sie anders? Im Gegensatz zur alten Version, wie sind sie? Aus den Originalskripten kann man ein bisschen was rauslesen, wie alt sie sein soll, wie verrückt, wie kleinlich, wie perky, wie großspurig, arrogant oder sonstiges. Diese ganzen Adjektive eines Charakters spielen damit rein, dann natürlich das Alter. Und dann kommt die Besprechung mit drei, vier Leuten, der Kunde, die Vorgabe von der Regie, was sich die Regie vorstellen würde, von den alten Stimmen, darf man alte nehmen, wie viele von den alten. Das ist einfach in diesem, bei diesem Casting ein riesen Tohuwabohu gewesen, weil einfach wahnsinnig viele Leute mitreden durften, mitreden wollten, und einige, die nicht mitreden hätten sollen, vielleicht, da ein wahnsinnig großes Ding draus gemacht haben, und Gott sei Dank ist am Schluss eben das dabei rausgekommen, dass es Sabine auch wieder geworden ist, und bei den anderen Rollen mit den neueren Besetzungen so entschieden wurde, dass sie halt einfach, sie müssen am besten drauf passen und diesen Figuren einfach genauso wie im O-Ton ein charakterlich nahezu objektiv eingesetztes 1:1 Leben einhauchen. Ja? Lea als Schnellsprachkünstlerin ist dahingehend einfach in diese Richtung gesetzt. Und wie viele andere auch, Johannes Raspe, auch ein als großer, leicht quirky, aber trotzdem eine Gentleman-Art in seiner Stimme, die er, glaube ich, sogar noch besser jetzt repräsentieren kann, als ich es hätte können. Er ist da einfach sehr Gentleman-like, das hört man einfach auch raus bei vielen anderen seiner Rollen. Ich persönlich mag jetzt Pattinson, wie heißt er, Pattinson? Pattinson nicht, der ist mir zu hübsch, aber er spricht ihn wahnsinnig schön und wahnsinnig gut, und genauso macht er das dann auch jetzt bei Tuxedo, und
das macht dann diese Würze aus, was es einfach dann schön macht, diese verschiedenen Charaktere mit den Stimmen besetzen, wo man einfach mit dem Ohr dann aufmerkt und da ist was, da höre ich was. Ah, das muss ja der und der sein. Das ist einfach individuelle Charaktere und deren Stimmen, die zusammenhaften und zusammengehören und sich einfach daraus ein Bild ergibt, das es dann einfach rund macht fürs Ohr und dann sukzessive auch fürs Auge. Ja, also zuallererst wollte ich eben neben den kritischen Fragen auch mal sagen, dass ich eben... Bisschen lauter bitte. Ja, dass ich eben neben dem, was bisher zu kritisch gesagt wurde, eben sagen wollte, dass ich sehr glücklich bin über die Crystal-Synchronisation. Auch nicht nur im Hauptcast, sondern halt auch der Nebencast. Sei es jetzt die Shiteno oder eben auch, dass man Classic Sailor Moon Sprecher im Nebencast wiederfindet. Ne? Sei es jetzt eben da die verwandelte Zeusite dann da, dass das die alte Zeusite-Stimme ist oder die Ditische ehemals Starfighter, dann da die Mutter von der Nagu. Das ist natürlich dann auch wieder schön, dass man sieht, dass da wirklich wegen drauf geschaut wurde, dass das eben alles zusammenpasst. Also da fand ich, bin da echt happy. Also klar, am Anfang neu und alles, aber nach den ersten paar Minuten, finde ich, hat man das ganz schnell adaptiert und festgestellt, hey, machen alle einen klasse Job. Wichtig ist auch für euch vielleicht zu wissen, es ist ein Arbeitsprozess, der jetzt gerade begonnen hat. Es ist nicht die letzte Staffel und so Gott will, gibt es noch Tausende. Aber so wie auch die Entscheidung mit Sabine durch euch geprägt wurde, heißt es nicht, dass das jetzt vorbei ist, sondern genau das wäre jetzt mein Favorit, dass das genauso weitergeht. Dass wenn Endymion oder diverse andere Worte, Prägungen etc. nicht ankommt oder nicht gewünscht ist, dass man das mit den Fans und mit dem, was wir künstlerisch darbieten, auch formen kann. Ich kann jetzt nicht bei jedem Wunsch des Fans eingreifen, aber wenn eine große Mehrheit bei irgendwas sich definitiv da dagegen wählt und sagt, das will ich so nicht, dann ist das überhaupt kein Problem, das wieder einzubinden in diesem Arbeitsprozess von Staffel 1 zu 2 zu 3, da was einfließen zu lassen, was den Fans unfassbar wichtig ist. Es ist kein Problem, es ist machbar. So wie wir es mit dem erfolgreichen Casting bei der Sabine, die Fans hingekriegt haben. Ich wollte einfach mal sagen, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon mal so passiert ist, dass in irgendeiner Serie bei einer Umbesetzung Fans zusammengestanden haben und irgendwie für jemanden sich eingesetzt haben und wirklich dann Erfolg hatten. Ich weiß, Dominik, ist es schon mal passiert? Ja, vor 2 Jahren beim Hupsi mit seinem, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der auf How I Met Your Mother, den Großen, den er spricht, da sollte er in Berlin, wie heißt er? In der Serie ist es der Marshall. Genau, und der sollte umbesetzt werden durch den Dennis Schmidt-Voss, heißt das richtig? Und das haben die Fans anscheinend sehr schnell mitbekommen und Hupsi war etwas überfordert, weil er nicht wusste, dass der Film dort gelandet war. Aber da haben sie es versucht und da haben die Fans auch sehr schnell reagiert und haben sofort gesagt, nee, das macht der Hupsi. Gut, aber die Male kannst du wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Ja, definitiv. Und ich finde aber, es ist ein Zeichen dafür, dass man sich einsetzen kann für was, was man, also ihr seid auch genug, um auf die Barrikaden zu gehen, wenn irgendwas ist. Und was ich aber auch noch sagen wollte, natürlich haben wir die ganzen Sachen auch, also sehr viele Dinge auch natürlich gelesen, die Leute reingeschrieben haben als Kritiken bei Facebook und überall und haben uns natürlich auch alle immer wieder darüber unterhalten und es gab natürlich auch ein paar sehr junge Kollegen, die das sehr schwer genommen haben, weil sie irgendwie nur negative Dinge über sich selbst sehr persönlich gelesen haben und ich weiß zum Beispiel eine Kollegin, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, die auch bei einer Convention eingeladen war, die hat diese Convention wieder abgesagt, weil sie gesagt hat, sie hat eigentlich Angst davor, dass irgendwie nur Leute kommen, die ihr negative Dinge entgegenbringen und es ist natürlich für uns ist es so, wir versuchen unser Möglichstes und stehen im Studio und geben unser Bestes und für inhaltliche Dinge sind wir manchmal gar nicht wirklich verantwortlich, weil wir eben auch nur die Texte im Grunde sprechen müssen, auch die da sind. Wir können schon mal sagen, aber das stimmt nicht so, aber wenn dann zum Beispiel ein Regisseur, wir hatten ja auch 3 verschiedene Regisseure bei Sailor Moon, darf man ja auch sagen, also, ja. Weil die Zeit einfach auch zu lange war, also es konnte gar nicht jeder diese ganze Zeit über Regie führen und wenn wir dann
auch auf Fehler zum Teil aufmerksam machen und der Regisseur sagt, nein, ich möchte das aber so, dann sprechen wir das natürlich auch so, weil wir im Grunde nur in Anführungszeichen die Sprecher sind. Und ich würde euch einfach bitten, dass ihr zwar kritisch bleibt und auch uns sagt, was ihr nicht gut findet, aber vielleicht hinter alles, was ihr nicht gut findet, auch mal schreibt, aber trotzdem gut gemacht. An diese Person hier. Ja. Ich möchte da auch kurz einhaken, definitiv. Sagt eure Meinung bitte konstruktiv, denn es bringt uns alle nichts, wenn man einfach sagt, es ist denn was haben wir davon? Wir von Sailor Moon German, wir sind euer Sprachrohr. Wir versuchen, die Essenz rauszuziehen, um sie weiterzutragen. Wie ihr schon gesehen habt, die Umfrage mit Sabine, es ging über eine Nacht, über tausende von Stimmen und voilà. Und es ist halt immer schwierig, weil man spricht nicht nur mit dem Studio, man spricht noch mit den Japanern, mit den Franzosen. Es sind verschiedene Leute und dann kommt noch eine Naoko Takeuchi daher. Also man muss da echt die Waage finden. Wir machen das gerne für euch. Ihr müsst es aber auch begründen, warum. Ich habe jetzt auch gelesen, ich finde die Synchro bescheiden, weil es original ist. Ich meine, damals, die alte Serie, es war mit Dialogzensur behaftet. Es heißt natürlich nicht, dass es schlimm ist. Ich persönlich bin auch ein Fan von Bunny oder Sailor Mercury, aber sie heißt einfach schlussendlich Usagi und Sailor Mercury. Aber man muss es, wie gesagt, man kann es nicht allen recht machen. Aber unser Job ist es auch, es korrekt zu halten. Denn ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Die Schöpferin hat über 20 Jahre diese Geschichte konzipiert. Und ich kann sie da schon verstehen, dass sie auch wehmütig war, wenn ihr Baby da verhunzt wurde. Und nach über 20 Jahren bin ich doch froh, dass wir hier in Deutschland Sailor Moon so genießen können, wie es die Autorin sich selber erdacht hat. Und das heißt natürlich nicht, dass die alte jetzt schlechter ist oder die neue besser. Nein, man kann doch beides lieben. Also ich mag das und ich hoffe ihr auch. Mein Thema sind, dachte ich mir, ich sag mal auch was Positives, weil das kam jetzt alles so negativ, das ist natürlich nicht so günstig. Also ich muss sagen, auch bei den neuen Stimmen sind auch viele dabei, wo ich als Fan auch echt begeistert war, zum Beispiel bei der Sailor Mars, die Stimme finde ich fast sogar besser wie die alte, also die ist richtig gut, die gefällt mir total gut. Die vier Prinzen im Dark Kingdom, die sind hammergenial, da habe ich auch mit allen, die ich bisher gesprochen habe, die haben alle gesagt, die sind total toll, die vier Prinzen sind super synchronisiert. Ein Prinz ist im Hut unter euch. Wir haben einen Prinz davon, möge er bitte aufstehen. Also, ja, mit allen Prinzen, mit denen ich bisher gesprochen habe, die haben alle gesagt, die vier Prinzen sind so toll. Also von Anfang an gleich total begeistert gewesen. Also das ist wirklich, und ich finde halt auch, wenn man kritisiert, dann wirklich muss es konstruktiv sein. Mir gefällt die neue Taxi-Dumais-Stimme nicht so gut. Das habe ich auch gesagt, weil ich finde, es passt nicht zu der Figur. Das ist halt meine Meinung, aber das ist halt bei jedem anders. Ja. Ich mag seine Stimme sehr, sie ist sehr schön, aber sie passt für mich nicht zu Mamoru, sondern vielleicht eher zu Saya oder so. Das würde besser passen. Meiner Meinung nach. Ja, ja. Das Ding aber, ist ja auch, dass wir entscheiden nicht, wen wir gerne kennen. Das ist mir völlig klar, ja. Deswegen. Das sonst aber es gibt, ich wollte nur sagen, es gibt auch vieles, was sehr, sehr gut ist, was den Fans auch sehr gut gefällt. Also es ist nicht alles total negativ, wie das jetzt rüberkam vielleicht. Jedenfalls können wir echt froh sein, dass Sailor Moon Crystal sie hergeschafft hat. Und danke für die Arbeit und alles. Und ich bin jedenfalls happy. Mich würde es mal interessieren, ob Sie die alte Serie oder jetzt Crystal vom Zeichenstil oder halt von der Handlung her besser finden und ob Sie da keinen Favorit haben. Oder Lea hat vorhin ja auch gesagt, dass sie die alte Serie früher gesehen hat. Ob Sie irgendwelche Favoriten haben? Dazu müssen wir jetzt, glaube ich, alle wirklich mal ehrlich sagen, es wird euch jetzt total enttäuschen, wir haben die Serie noch nicht gesehen. Weil es ist tatsächlich so, dass man im Studio nur seine eigenen Sachen sieht, eben nur die Takes, in denen man spricht. Ich glaube, ich habe am meisten gesehen. Wie kommt's? Aber wir haben von Cecile
versprochen bekommen, dass wir jetzt die Staffeln geschickt bekommen und dann werden wir uns dran setzen und wir werden auch einen Sailor Moon Abend machen, haben wir schon anschauen, genau. Haben wir schon ausgemacht. Und mit Chips und Popcorn und allem, was dazugehört. Und werden es zusammen anschauen und eigentlich können wir erst dann sagen, was wir besser finden oder ob wir was besser finden, wobei die Vergleiche eigentlich, man soll eigentlich sowas gar nicht so vergleichen, weil es ist wirklich, es liegen 20 Jahre dazwischen und das eine hat vielleicht mehr Nostalgie und das andere ist eher so der jetzigen Zeit angeglichen und also ich denke, es sind zwei verschiedene Dinge. Aber zum Beispiel heute Nachmittag um 15 Uhr im Anime-Kino, ich steige auf, wird die fünfte Episode gezeigt, die fünf, weil da erscheint die Jupiter zum ersten Mal und da werden wir die Möglichkeit haben, da werden unsere Gäste die Möglichkeit haben, erstmal eine komplette Episode fertig gemischt zu sehen und wir werden sie uns gemeinsam anschauen, erstmal ganz normal und dann ein zweites Mal mit Live-Kommentaren. Und dann könnt ihr eben die Reaktion, ihr kennt vielleicht das Format Teen React On und dann werden wir Voice Actor React On Sailor Moon Crystal. Und dann werdet ihr auch die Möglichkeit haben, ja, Anekdoten nochmal zu hören und dann eine Reaktion auf diese erste Folge von unseren Gästen zu hören. Abgesehen davon, die erste Box erscheint am 29. April, also ihr müsst euch nur noch einen Monat gedulden und dann könnt ihr die erste Staffel sehen. So, da waren noch ein paar Fragen und dann, genau, also noch die drei letzten und dann müssen wir die Bühne freigeben. Also erstmal wollte ich sagen, gerade weil es vorhin mit diesem Facebook gekommen ist, viele negative Reaktionen, aber also lasst euch bitte nicht für uns, klar ist es für uns gewöhnungsbedürftig, es sind teilweise neue Stimmen dazu gekommen, aber hey, Leute, ihr macht das super. Und, danke. Ja, Dankeschön. Auch von Ihnen. Sabine vor allen Dingen, du hast ja auch gesagt, von dir habe ich auch von jemandem erfahren, dass es sehr viele negative Reaktionen kommen, weil viele über ihn von Leuten, was weiß ich. Aber auf der anderen Seite, hey, du bist die Sailor Moon der ersten Stunde damals gewesen, du bist es jetzt, du gehörst einfach dazu, du bist Sailor Moon. Und ich habe noch eine Frage an dich, es ist ja wirklich nur 20 Jahre her, seit du das gesprochen hast, hast du dich auf die neue Serie von irgendwie speziell vorbereitet oder hast du dich einfach auf dich zukommen lassen? Wie ist das für dich gewesen? Eigentlich, also vorbereiten konnte ich mich gar nicht, weil ich jetzt auch im Vorfeld eigentlich nichts gesehen habe und man kriegt auch, das ist einfach der normale Prozess, auch keine Bücher vorher, die man erstmal durchlesen kann. Also man kommt eigentlich ins Studio und hat dann direkt die Texte vor sich. Also es gibt bei den Texten vorne immer eine Inhaltsangabe von jeder einzelnen Folge, die man sich dann schnell eigentlich durchliest, um dann wenigstens zu wissen, um was es geht in der Folge, die man jetzt gerade synchronisiert. Und die meisten Dinge passieren eigentlich aus dem Bauch raus. Also ich habe einfach gehofft, dass die Sailor Moon Stimme oder das Sailor Moon Gefühl wieder nach 20 Jahren einfach aus mir rausploppt und ich glaube, ich habe ein paar Takes gebraucht, weil man natürlich ist, ich meine 20 Jahre, das ist eine ganz schön lange Zeit, aber irgendwann hat es, glaube ich, schon einen Plop gemacht und dann lief es auch wieder ganz normal und es war für mich schon wieder ganz normal, Sailor Moon zu sprechen. Hallo, Frage an Dominik Auer. Es sind ja drei Regisseure aufgeführt, also Sie, Caroline Kambrick und Pascal Breuer. Wie ist denn jeweils die Arbeitsteilung? Habt ihr jeweils über die Sprecher entschieden, ausgewählt und so weiter, also der ganze Prozess, der dazu gehört? Und ja, das ist meine Frage. Der letzte Teil, den hatten wir gerade vorhin mit dem Casting. Da waren die anderen beiden Regisseure noch nicht im Boot, da war ich noch alleine. Relativ am Anfang, wo es um das Casting an sich ging, oder die Castings der verschiedenen Rollen. Die Aufteilung funktioniert relativ einfach über die Verfügbarkeit der jeweiligen Künstler. Also alle drei von diesen Regisseuren sind in sehr vielen künstlerischen Bereichen tätig. Der Pascal hat zu dieser Zeit in einer anderen Stadt, soweit ich es noch im Kopf habe, Theater gespielt und oder gedreht. Das hieß, der fällt für die und die Woche definitiv aus, kann aber an diesen und diesen Tagen zur Verfügung stehen. Und so ist es dann wie ein Puzzlestück, dass sich das zusammensetzt. Wer kann wann,
wer übernimmt welche Folgen, dann versucht man noch zusammenzustellen, dass es auch wirklich passt, damit nicht einer ins kalte Wasser geschmissen wird, dass auch wirklich die Folgen zur Verfügung stehen, sich derjenige das anschauen kann, im Optimalfall natürlich auch mal in die Bücher reingeschaut hat, welche Folgen er wirklich tatsächlich aufnimmt. Im Optimalfall funktioniert das auch meistens. Und so bildet sich dieses Puzzle, dass der eine sagt, er macht die ersten zwei Wochen, da ist noch wunderbar, bereitet vor, das war in dem Falle ich, dann fällt auch mal einer aus oder wird krank, dann muss jemand einspringen, deswegen hat man eigentlich immer ein oder zwei Regisseure oder Autoren mittlerweile am Start, um diese sehr kurzfristigen Abgabefristen, die man mittlerweile hat, pro Folgen oder pro Staffel, auch wirklich stemmen zu können, weil es ist einfach im Medienbereich mittlerweile das Daily Business, wie es so blöd schön in Englisch heißt, diese sehr kurzfristige Zeit, die es uns immer schwieriger macht, noch akkurater zu recherchieren. Noch viele dafür sind, diese ganzen Takes einzeln aufzunehmen und diese X-Reihen weiterhin durchzuziehen. Weil Pascal steht nur am Freitag den ganzen Tag zur Verfügung, muss aber noch den und den sprechen. Und die anderen Tage wäre er nicht da. Mir wäre es lieber, ich komme auch noch aus der Zeit mit Sabine, wo man eben zu 5, zu 6, zu 8 vor dem Mikrofon steht. Die Szenen haben eine andere Dynamik. Wir werden das auf jeden Fall in Zukunft weiterhin forcieren und versuchen. Ich habe das bei einer anderen Serie jetzt schon, hat schon funktioniert, das wieder auf die alte Methode zu machen. Einfach um diesen Firmen zu zeigen, dass es genauso schnell geht und sogar noch schneller. Man braucht einfach nur gute Leute und schon läuft es. Aber daraus setzen sich diese Puzzleteile zusammen aus Terminierung, wann kann wer nicht, wann kann, können die anderen. Und einfach einem bombastischen Team, das hier quasi in sitzender Reihe schon präsent ist und fantastische Arbeit abliefert. So, und wir kommen jetzt zu unserer letzten Frage. Ja, also einmal kurze Punktaussage, einmal zur Kritik. Also wie gesagt, es gibt viel Kritik, konstruktive Kritik, klar, das ist das Zauberwort und vielleicht sollte auch nach außen ausgetragen werden, dass das etwas bekannter wird, dass die Synchronsprecher nicht für alles Schuld haben und Dialogregie oder Drehbuchautoren, dass da viel zusammenhängt. Es gibt viele, glaube ich, die den Gesamtüberblick für sowas eben nicht haben und deswegen eine entsprechende Meinung bilden, weil sie es eben nicht besser wissen. Und dann einmal eine Frage zu Lea Kalpen. Also, ich muss ja einmal kurz mit der Vergangenheit belasten, wenn man so möchte. Und zwar, laut meiner Recherche oder das, was ich gelesen habe, warst du früher bei Pokito. Ja. Ja, und Pokito ist ja so ein bisschen Verruf. Ne? Pokito, sagen viele, ne? Das ist der Schuldtragende dafür, dass bei RTL 2 damals nach der Jahrhundertwende ganz viel gestüpselt worden ist. Wie viele hast du davon mitbekommen, also von der Kritik an Pokito und diese Altlast, sage ich mal, inwiefern ist das für dich eine Altlast, da man ja Pokito ja jetzt nicht wirklich viel Gutes vorhält? Also erstmal, ich sehe es nicht als Altlast, weil für mich war es eine tolle Zeit und ich habe viel gelernt und viel gemacht dort. Ich glaube, das war einfach schwierig konzipiert, weil generell ist ja RTL 2 das Nachmittagsprogramm, wo eben auch Animes liefen, war aber so gedacht und auch die Zielgruppe von Pokito TV, und das muss man sagen, die waren 5- bis 9-Jährige oder bis 11-Jährige, das war die Zielgruppe. Und die Leute, die tatsächlich die Animes gesehen haben, waren in der Regel deutlich älter. Das heißt, da war es einfach schon mal schwierig, dass man die Leute erreicht, für die es wirklich konzipiert ist, oder ohne die Leute, die sich die Animes aber auch ansehen, quasi zu verärgern. Und es war eher so, dass es in diesem Sendeplatz war, wenn ich mich richtig erinnere. Und deswegen mussten wir immer Anime-Themen bringen. Ich meine, die Sendung war 5 Minuten, glaube ich. Und eigentlich ging es ja um bunte Themen. Es kam ein Hundetrainer, es kam ein Party-Cocktail-Mixer, es kam eine Band. Und es war für uns eher so,
fast unangenehm, dass wir es dann immer auf Animes ummünzen mussten, weil das eben eigentlich auch in dieser kurzen Zeit gar nicht wirklich behandelt werden konnte. Und ich denke, da war einfach, das war einfach schwierig sozusagen, da den Leuten, die das tatsächliche Publikum gerecht zu werden im Vergleich zu denen, an die es gerichtet war. Und ich weiß jetzt aber nicht, ob man wirklich, also ich würde jetzt nicht unterschreiben, dass Bokito TV, weiß nicht, wie du es genannt hast, die Animes irgendwie in den Untergrund, Abgrund getrieben hatte, weil es waren ja 5 Minuten und es hatte ja mit dem Programm an sich nicht so viel zu tun, sollte nur eben manchmal thematisch aufgegriffen werden, dass es in dem Rahmen der Animes zu dieser Sendezeit lief. Aber ja, ich meine, ich bin damals dadurch viel mit Animes in Berührung gekommen, was mir jetzt, glaube ich, kein Nachteil war, von daher war es für mich eine gute Sache. Herzlich an unseren Gästen, an das Publikum. Das war eine sehr interessante Runde. Wir haben eine kleine Überraschung für euch noch. So ein kleines Geschenkchen von Sailor Moon G und Sailor V G. Und an das Publikum, ich hoffe, ihr kommt dann alle oder viele von euch heute Nachmittag um 15 Uhr im Anime-Kino, also hier bis zum Ende der Halle, dann links und dann ist es ausgeschildert. 15 Uhr Anime-Kino, Sailor Moon Screening mit Live-Kommentaren von Lea Kalpen, Sabine Bohlemann, Marisa Sellmeier, Dominik Auer und Stavros Kolianzas. Wir freuen uns auf euch. Und natürlich, es gibt eine kleine Überraschung, noch eine kleine gesungene Überraschung. Seid gespannt und wir sehen uns heute Nachmittag und vielen Dank. Vielen Dank an euch für die gute Zusammenarbeit. Vielen Dank.